Könnte ich den ganzen Tag machen, das hier. Kleine Jungs spielen Gameboy. Große Jungs spielen Subaru BRZ. Oh ja, du kannst schnell fahren und gleichzeitig querfahren dabei. Colin McRae Rally. Diesmal in Mendig und nicht auf der Xbox. Bin in die Wiese gekommen. Zeit für Level 2. Jetzt kommt der BRZ so richtig auf Touren. Er läuft schon rau oben raus, ne? Aber gut. 7,5. Und auch diese kurzen, du hast nicht nur kurze Schaltwege, sondern auch die Drehzahlsprünge sind sehr kurz. Also du hast wirklich tolle Anschlüsse. Du bleibst in diesen hohen Drehzahlen und damit hast du auch subjektiv eher das Gefühl, jawohl, es geht nach vorne. Hier auch mal reinschmettern ins Heck. Kostet nicht viel, es ist nur ein 2,15er Rad, 17 Zoll. Quer ist die liebste Fortbewegungsmethode des BRZ. Geübte Spieler verzichten dabei auf eine Sicherung. ESP weg! Nein! Spaß haben! Auf eine Ecke zufahren, anlenken, zack, zack! Er hat zwar nur 200 PS, das geht auch jetzt geradeaus jetzt nicht megamäßig voran, aber das ist nicht der Punkt, sondern dieses Auto hat einfach oder bezieht diese Freude am Fahren, was ja BMW für sich als Slogan nutzt, ja, holt sich dieses Auto einfach durch niedriger Schwerpunkt, netter Boxermotor, der brüllt und schreit, dreht gut, tolle Schaltung, lenkt schön ein, bewegt sich viel. Man kann sogar schön querfahren damit. Durch das niedrige Grundgewicht kannst du dieses Auto herzerfrischend in die Kurve reinwerfen, reinbremsen. Geiles Auto. Einfach herrlich. Und dann immer wieder sehe ich den Preis und fange an zu lachen. Ja. Für das Geld, super Auto. Der Subaru BRZ hat alle Level gemeistert. Und auch wenn er von einem neuen Highscore weit entfernt bleibt, ist er ein Siegertyp. Für diese japanische Spielkonsole heißt es nicht Game Over, sondern Replay.